Na endlich, die Weihnachtszeit ist da. Die Zeit der Beschaulichkeit und der Zusammenkunft ist das Fest der Liebe, aber auch das Fest der Versuchung und gerade für uns ketogen lebenden Menschen eine große Gefahr, aus der Ketose rauszufliegen. In diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps geben, was ihr machen könnt, um das Ganze vielleicht vom Risiko etwas zu minimieren und trotzdem nicht euer Gewicht zu verlieren. Viel Spaß. Das Problem ist natürlich gar nicht, wenn ihr im Restaurant seid. Geht ihr in ein Restaurant essen, ist es sehr einfach. Da könnt ihr einfach sagen, bitte Ober, behalt die Kartoffeln und bring mir dafür einen kleinen Salat. Das mache ich in jedem Restaurant, funktioniert einwandfrei, gar kein Problem. Das Problem ist eher, ihr seid bei euren Eltern oder noch schlimmer, ihr seid bei den Eltern eures Partners und am besten seid ihr ganz frisch zusammen und da nicht aufzufallen, ist eine ganz schön trickreiche Sache. Mein erster Tipp ist, redet nicht über eure Ernährung. Es ist ganz wichtig, wenn ihr irgendetwas ausweicht oder sagt, ihr könnt irgendetwas Bestimmtes nicht essen, dann fangt keine Diskussion an, warum ihr es nicht esst, sondern sagt einfach, ihr habt da einfach gerade keine Lust zu. Weil es gibt so einige Themen, über die man gerade am Fest der Liebe nicht reden sollte. Das ist Politik, das ist Corona, das ist die Wahl des Partners und definitiv auch die Art der Ernährung. Darum, wenn ihr einfach Stress ein bisschen vermeiden wollt, lasst das Thema aus und umgeht es einfach nicht. Wechselt das Thema, sagt auch, guck mal, was der Hund gemacht hat oder oh, das Essen schmeckt aber sonst lecker. Sagt einfach, ihr habt gerade keine Lust auf Pudding, ihr habt gerade keine Lust auf Kartoffeln, ihr habt gestern so viele Kartoffeln gegessen und umgeht das Thema ein bisschen. Das wird euch viel Stress ersparen. Tipp Nummer 2, esst bevor ihr eingeladen seid. Vor allen Dingen versucht Dinge zu essen, die euch lange satt machen. Wie zum Beispiel viel Protein, Fett, Avocado ist eine super Sache, weil Avocado sehr lange vorhält. Häufig ist die Hauptspeise ja gar nicht so sehr das Problem, sondern eher die Kekse, der Punsch oder ähnliche Sachen, die drumherum sind. Wenn ihr allerdings satt seid, dann ist die Gefahr wesentlich niedriger, dass ihr dazugreift und ihr könnt damit schon einiges an Kalorien einsparen und umgeht schon wieder einige Probleme, die ihr sonst vielleicht haben könntet. Mein nächster Tipp, seid einfach ein vorbildlicher Gast. Bringt etwas zu essen mit. Ihr müsst es natürlich richtig tarnen. Ihr könnt nicht sagen, ich darf das und das bei dir nicht essen, sondern ihr versucht einfach rauszufinden, was es ist, was euch an dem Abend das Genick brechen könnte. Zum Beispiel, es ist der Kartoffelpüree. Dann bringt ihr einfach Blumenkohlpüree mit. Glaubt mir, wenn ihr ein Blumenkohlpüree macht und viel Butter und viel Sahne reinmacht, dann schmeckt das mindestens genauso gut wie normaler Kartoffelpüree und eventuell wollen sogar hinterher alle eure Rezepte haben. Und ihr habt einfach den Vorteil, dass ihr diesen Fallen auch ein bisschen ausweichen könnt. Nur bitte verpackt es auch geschickt. Auch hier lauft ihr natürlich Gefahr, in Punkt 1 reinzuwandern, dass ihr über eure Ernährung sprechen müsst und sagt, ich darf es nicht essen. Weil dann seid ihr wieder bei dem Thema, dass ihr in diese Diskussion verfallt und das ist wirklich nicht gut. Der nächste Tipp sind Getränke. Getränke sind ein absolutes Must-Have, weil ihr müsst auf jeden Fall trinken. Da kommt ihr nicht drum herum. Wenn ihr sicher seid, dass ihr nicht den ganzen Abend nur Wasser trinken könnt, dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr euren Lieblingstee mitbringen und sagen, ich habe diesen Tee gefunden, der ist so super, der ist so weihnachtlich und den möchte ich gerne mit euch allen teilen. Ich mache mal eine große Kanne. So, und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr könnt euren Tee trinken und habt noch allen anderen was Gutes getan. Funktioniert ähnlich wie beim Essen. Ansonsten bringt euch eine Diet Coke mit, bringt euch das Wasser eurer Wahl mit oder auch es gibt verschiedene Alkohole, wie zum Beispiel Gin oder ähnliches oder Wodka, falls Alkohol getrunken wird, die keine Kohlenhydrate enthalten und die ihr ruhig an dem Abend auch mal trinken könnt. Ich hoffe, die Tipps konnten euch ein bisschen helfen und ihr habt jetzt eine Idee, wie ihr den schlimmsten Fallen entgehen könnt. Und falls ihr mehr Fragen habt, ruhig unten in die Kommentare schreiben und ich antworte euch dann und bis zum nächsten Mal.